World War 3 ist zwar thematisch nicht der Nachfolger von Earth 2150, die Story um den Dritten Weltkrieg ist früher angesiedelt, aber man merkt ihm die Verwandtschaft schon sehr deutlich an. Es spielt sich fast genauso. Statt der Eurasian Dynasty, UCS und der Luna Corporation führen jetzt die USA, Russland und der Irak Krieg mit realistischen modernen Waffen. Nach wie vor ist die Landschaftsgrafik genauso wie die Truppen komplett dreidimensional, mit allen taktischen Möglichkeiten, die das mit sich bringt. An Basisbau, Truppenführung und Missionen hat sich ebenfalls kaum was geändert. Aber trotzdem oder gerade deshalb ist World War 3 äußerst vielversprechend.